letztendlich geht es auch für Leon Budden auch weiter nach über einem Jahr Ringabstinenz. Er zählt nach wie vor zu den großen deutschen Boxhoffnungen und auch die Weltverbände sind auf ihn aufmerksam geworden. Derzeit ist er die Nummer 6 der WBO, der World Boxing Organization, und Nummer 9 des WBC, World Boxing Council. Und heute trifft er auf Iago Kitsiria aus Georgien. Bunds ursprünglicher Gegner, Jamal Usmanov, noch ungeschlagener Mann aus der Ukraine, musste aus gesundheitlichen Gründen absagen. Also, Iago Kitsiria in der schwarz-orangenen Hose. Ist ja klare Außenseiter in dem Kampf. Aber er geht hier vollkommen furchtlos zur Sache. Budden versucht hier mit seiner Führungshand den Kitsiria sich ein bisschen vom Leib zu halten, aber der weicht da keinen Zentimeter zurück. Versucht auch nach vorne zu gehen, versucht da seine Zeichen zu setzen. Versucht durchaus den Budden das ein oder andere Mal da vielleicht auch in Verlegenheit zu bringen. Und wie gesagt, ein Jahr stand er nicht im Ring. Da muss man erst wieder sich reinfinden. Das ist Wojcicki vorhin wunderbar gelungen. Nach wie vor die Deckung bei Leon Budden geschlossen. Eine große Stärke von ihm. Ganz schwer für einen Gegner da durchzukommen. Aber der Kitsiria, der zeigt keine Angst vor großen Namen. Der ist da nicht aus Georgien, aus Poti angereist, um sich hier früh auf die Bretter zu legen. Da hat er nach unten geschaut. Da löst sich nämlich gerade die Sohle von seinem Schuh, falls ich das gerade gesehen habe. Ist natürlich auch nicht gut für die Konzentration. Aber jetzt hat er sich da wieder gefangen, hat sich berappelt. Steht da sein Mann, da sieht man doch mal ganz gut, wie die Sohle da rumklappert. Budden beschäftigt seinen Gegner, ja. Natürlich sehr gut, aber landen eben auch viele, viele Schläge auf der Deckung von Kitsiria. Man, da sagt man immer, die Boxer aus Georgien, die werden nur geholt, wenn man ein guter Mann ist. Aber er zeigt hier, dass er durchaus in der Lage ist, zumindest mal hier in der Anfangsphase mit Leon Budden mitzuhalten. So, jetzt wird der Schuh hier mit Gaffertape wieder geflickt von Iago Kitsiria. Hoffen wir mal, dass das Ganze auch hält. 30 Jahre ist er alt, 1,75 Meter groß, die Nummer 226 in der Welt. Also schon ein Stückchen Luft nach oben, aber immerhin 7 Kämpfe, 5 gewonnen, 3-mal vorzeitig, 2 verloren, immer über die Runden gegangen, also ein zäher Knabe. So, da springen wir in die 5. Runde und sehr zur Überraschung hier aller, die da zuschauen, der Kitsiria, der lässt nicht locker, sondern der hält dagegen und man merkt eben doch auch nicht den ganz großen Unterschied von der Nummer 6 und Nummer 9 der Weltrangliste hier zu dem Mann aus Georgien. Leon Budden versucht hier alles, um irgendwie mal zu Wirkungstreffern zu kommen, aber es ist ganz schwer. Vor allen Dingen, er versucht immer wieder nur oben Richtung Kopf, bearbeitet den Körper überhaupt nicht und entsprechend zieht der Kitsiria seine Deckung immer höher. Hier gut zu sehen. Und da müsste mal der Versuch so eines Leberhakens kommen. Ringrichter übrigens Bayas Galan Sandok aus der Mongolei.
Ja, und er hat das hier mal richtig Luft geschnuppert. Der Pizzeria merkt, hoppla, da läuft was gegen den Leon Boden. Er legt hier alle Hemmungen ab. Fuß zu Fuß stehen sie sich da gegenüber. Und dem Leon Boden fällt da nicht allzu viel ein, was er mit diesem Iago Kizziria anfangen kann. Ja, da haut er auch mal so ein Heulmacher über den Kopf vom Bund. Der trifft es aber mit der rechten. Hat ein paar klare Treffer schon gelandet. Aber ansonsten sind die Runden bislang alle knapp gewesen. Mal für den einen, mal für den anderen. Je nachdem, wie die Punktrichter das so werten. Stämmiger Typ, der Iago Kizziria. 4 Siege über Landsleute in Folge zu Beginn seiner Karriere. Und 2021 dann die erste Niederlage gegen Vanik Avdijan aus Nürnberg. Und dann folgte auch die Niederlage Nummer 2 ganz schnell gegen den Niederländer Martin Foro. Da mal wieder eine ganz gute Aktion mit der rechten von Leon Boden. Ja, aber der staut schon. Teilweise da recht erstaunt in die Ecke von Kizziria oder auf Kizziria. Dass er immer wieder kommt und ihn da nach wie vor hart beschäftigt. So, ja, nochmal gut zu sehen. Da kommt er 2-3 Mal schön durch. Kann da einiges mit seiner guten Deckung natürlich absorbieren, der Leon Bunn. Aber eben auch nicht alles. 6. Runde, auf 8 Runden ist das Ganze angesetzt. Sie sehen es unten, 6-8, also in der 6. Runde sind wir jetzt. Wird von seinem Vater Ralf trainiert und betreut, Leon Bunn. Mit ihm in der Ecke Markus Schwer als Cutman und Daniel Todorovic. Hat sich eigentlich gut vorbereitet, hat er mir vorhin noch vor dem Kampf gesagt. Fühlt sich fit. Aber das sind doch noch Unterschiede, wenn man denkt, was er für tolle Kämpfe da geliefert hat gegen Leonhard. TKO 9. Runde 2019 oder auch bei seinem Punktsieg über Enrico Kölling, der inzwischen WBO European Champion Kosovicht nach seinem jüngsten Sieg eben auch über diesen Leonhard geworden ist. Das sah schon alles noch ganz anders aus. Da muss er wieder zurück, da muss er trainieren, da muss er vor allen Dingen im Ring stehen. Hat 2020 einen einzigen Kampf bestritten, Punktsieg über den Finnen Timo Lahine. Also Spaßvogel im Ring, der eigentlich gar nicht groß versucht zu gewinnen. Der macht so seine Späßchen und dann ist er froh, wenn er über die Runden kommt. Und dann freut er sich, dass er sein Tagwerk hinter sich hat. So, und das war der einzige Kampf 2020 und jetzt wieder 2021. Und Leon Bund braucht eben Kämpfe, er muss beschäftigt werden, um da wieder in den Fluss reinzukommen. Sauberer Kampf, kaum Arbeit für Ringrichter Sandak. Aber gut zu sehen, immer wieder übernimmt auch der Kizziria Initiative. Der zuletzt übrigens auch einen überraschenden Sieg über Stefan Fontja aus Kamerun gefeiert hat, der bis dahin ungeschlagen war in 6 Kämpfen. Und hier wieder Treffer von Kizziria. Ja, der inzwischen in den Runden 5-6 da richtig gut in Schwung gekommen ist. Vorher, wie gesagt, die eine Runde mal an Bund, die andere an ihn.
auf alle Fälle keine klare Angelegenheit für den Favoriten aus Frankfurt. Uli Wegen, wir haben es ja gehört, hält große Stücke auf ihn. Aber es gibt eben auch Gegner, zu denen gehört dieser Kizuria, die liegen einem einfach nicht. Da haben wir gut die Linke drinne gewesen. Kizuria wollte angreifen, guter Konter von Bun. Ja, der kann schon boxen. Aber der braucht seine Runden, um wieder zurück auch in die erweiterte Weltspitze zu kommen. Hat er bei den Amateuren abgesahnt, 11-mal Hessenmeister, deutscher Jugendmeister, Vizemeister war er, deutscher Meister und Chemiepokalsieger mit dem SV Nordhausen, deutscher Mannschaftsmeister. Als er dann keine Chance bekam, sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren, hat er dann gesagt, okay, dann kann ich auch Profi werden, begann als Kickboxer. Als 8-Jähriger mit dem Kampfsport, wie so viele. Gute Technik hat er, schnelle Hände für einen Halbschweren, aber man hat das Gefühl, er zieht heute nicht voll durch bei seinen Schlägen, boxt da viel an. Versucht er gar nicht erst den Kizuria in die Bredouille zu bringen. Und so sind wir in der 7. Runde immer noch bei einem knappen Ergebnis, denke ich mal. Und was mich bei dem Kizuria auch sehr gewundert hat, wie er konditionell voll da ist. Ja, keine Schwäche, die er zeigt. Leo Bund natürlich stilistisch der besser anzuschauende Boxer. Aber hier fängt er auch wieder 2-3. Unnötig. Also die Führung sein, die muss noch gezielter kommen, die muss harter, härter kommen. Es muss wehtun für einen Gegner, an der Führungshand vorbeizukommen. Den Eindruck, den vermittelt der Jago Kizuria nun überhaupt nicht. Da, und er übernimmt da wieder Initiative. Und sowas imponiert natürlich einigen Punktrichtern auch. Die einen sagen, okay, für mich ist derjenige Sieger einer Runde, der die klaren Treffer setzt, der andere sagt Treffer und aber auch die Initiative übernimmt. Der hat für mich die Runde. Also das sind immer so Auslegungssachen. Jeder hat da seine eigene Philosophie. Dann haben wir noch eine Runde vor uns und ich denke mal, die wird hier durchaus entscheidend sein. Es wäre ganz gut, wenn Leon Bunn, die sich knappern würde. Wir haben immer gespricht von WM-Kämpfen und wenn man mal schaut, wer da im Halbschwergewicht Weltmeister ist, Dmitri Bivol, WBA Champion, 18 Kämpfe, 18 Siege, WBC und IBF Weltmeister Arthur Beterbiev aus Russland, 16 Kämpfe, 16 Siege, 16 K.O.s. Das ist auch mal ein Wort. WBO Joe Smith Jr. USA, 27 Siege, 3 Niederlagen, 21 K.O.s, der kann also auch zuschlagen. Da sind schon Kracher unterwegs. Und vor so einem Kampf ist natürlich der Leon Bund jetzt noch ein ganzes Stück entfernt. Aber wie gesagt, er hat ja noch Zeit, sich da wieder zu alter Stärke zu entwickeln. Aber erst muss er den Kampf hier mal gewinnen. Letzte Runde läuft wieder Beffer für ihn. Führungshand kommt es auf Beffer.
sind ja einige Deutsche noch in den Ranglisten vertreten. Im Halbschwergewicht Nick Hanik, WBC 13, Robin Krasnitschi, WBA 1 und WBC 7, Dominik Bösel, WBC 6 und WBA 3, Michael Eifert, IBF 12 und Adam Deines, IBF 13. Und in der letzten Runde da versucht, Bundes auch mal über den Körper zu kommen, nicht nur die oberen Partien zu bearbeiten, sondern auch mal oberhalb der Gürtellinie seine Treffer zu setzen. Ja, gut zu sehen, Körpertreffer. Ja, die haben gefehlt in den ersten Runden. So konnte sich der Iago Kiziria da locker auf die Kampfesweise von Leon Bunn einstellen. Ja, und der Kampf, der hat ihn schon mitgenommen, das sieht man seinen Zügen an. Eine große Schwellung im Gesicht, also harte Treffer musste er nicht nehmen, Leon Bunn, aber Kleinvieh, sagt man, macht auch Mist und da hat er einiges abgesetzt, der Kiziria. Da auch nochmal gut durchgekommen. Also letzte Runde war er stärker, der Leon Bunn, wenn die einen Ausschlag gibt, könnte er den Kampf hier knapp gewonnen haben. Warten wir ab, was die Punktrichter hier entscheiden werden. Der Kampf ist aus. War ein interessantes Gefecht. Vielleicht interessanter für den Kiziria, der gezeigt hat, dass er durchaus auch mithalten kann gegen einen Klassemann. Und Leon Bunn weiß, wo er ansetzen muss jetzt künftig. Schlaghärte, Schlaggenauigkeit. Das sind so die Sachen, die heute gefehlt haben. Deckung nach wie vor exzellent. Und dann das Urteil. Und es gibt eine Unentschieden von einem Punktrichter. Ronald Blasco. Und zweimal 77-75 für und Alexander Blumhans, beide Leon. 77 zu 75, 77 zu 74. We got a winner by majority. Ja, da steht auch ganz bedächtig da, hört sich das ganze Sache mal an. Von Wassermann Boxing. Hat er sich ein bisschen anders vorgestellt, aber schlussendlich hat er den Kampf dann doch verdient gewonnen. Aber nochmal Hut ab vor der Leistung von Iago Kiziria, der hier wirklich klasse dagegen gehalten hat. Also, wir werden den weiteren Weg von Leon Bunn verfolgen. Und weiter geht's.